Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Europa Universalis 4 auf diesem Kanal. Es gab schon mal welche. Sechs, glaube ich. Sechs Folgen Europa Universalis 4. Allerdings nicht von mir, sondern von Tommy. Er hat da Mecklenburg im Iron Man Modus gespielt. Und ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, ja, du spielst momentan eh recht viel EU4 und ja, nimmst es einfach mal auf, wieso nicht? Und ich habe mir überlegt, wir spielen Brandenburg. Mein Ziel wird es sein, wir spielen nicht im Iron Man Modus, wir spielen im normalen Modus, damit wir auch reloaden können und so weiter und so fort, weil ich bin da, ich spiele das Spiel zwar schon seit irgendwas bei knapp 210, 220 Stunden. Aber ich bin da immer noch nicht ganz so versiert wie Tom. So, wir nehmen den Deutschen Orden als Rivalen. Braunschweig und Anhalt. Dann haben wir schon mal Rivalen. Unser Ziel wird es sein, die deutsche Nation aufzubauen. Dazu müssen wir die ganzen Staaten hier. Hamburg, Rostock, Berlin, Braunschweig, Sachsen, Thüringen, Nürnberg, Hessen, Köln, Pfalz, Augsburg, Frankfurt, Königsberg oder Elsass in unseren Besitz bringen. Ja, machen wir so. Wird einige Zeit in Anspruch nehmen, weil, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir als erstes mal unsere päpstlichen Beziehungen verbessern, indem wir hier Diplomatie, Beziehungsaktion, Beziehung verbessern. Ich werde auch versuchen, nebenbei so ein bisschen das Spiel zu erklären. Nicht wundern, ich bin da, machen wir erstmal ein bisschen Start. 3. Gucken wir erstmal. Ich würde mich gerne mit Polen verbinden. Verbessern wir als erstes mal noch die Beziehung dazu. Dann gucken wir einmal auf die Handelskarte, ob das alles so gut ist. Wo schöpfen wir ab? Wir schöpfen in Lübeck ab. Und leiten von... hier. Ne, wir leiten von hier oben, von der Ostsee. Nicht abschöpfen, übertragen. Dann überträgt er den Handelseinfluss nach hier und wir verdienen in Lübeck ein bisschen mehr Geld. Wenn ich es richtig verstanden habe. Naja. Wir können mit Brandenburg auch noch Preußen gründen. Gründet das Königreich Preußen. Jetzt brauchen wir Königsberg, Danzig und Stolp. Und müssen protestantisch oder reformiert sein und brauchen eine administrative Technologie höher als 10. Also Stolp, Danzig, Königsberg. Die drei brauchen wir auf jeden Fall noch. Naja, mal sehen. Dann werde ich mich auch noch mit versuchen mit Dänemark. Dänemark mag mich. Das finde ich gut. Was können wir hier machen? Nehmen wir das. Böhmen. Böhmen, Böhmen, Böhmen. Ah, Sachsen will mich heiraten. Mach das mal, Sachsen. Ja, gut. Verbündet mit Polen. Ja, dann nehme ich Dänemark noch dazu. Die mögen mich aber nicht so. Naja, mal sehen. Jetzt, bis jetzt haben wir noch keine Verbündeten, aber ich würde mich... Eigentlich könnten wir Böhmen noch nehmen. Wenn die das wollen, heißt es. Die wollen es. Brechen wir einmal mit Polen ab. Aber die haben Polen als Rivalen. Das ist doof. Polen mal. Nee, denn lieber nicht Böhmen, denn lieber irgendwen anders. Braunschweig. Wer sind denn deine Rivalen? Brandenburg, Bremen und Köln. Dann könnten wir uns eigentlich mit Köln verbinden. Köln mag mich aber nicht. Also mag mich schon, aber. Dann machen wir das mal so und. Kurz mal hier so. Und jetzt können wir das schon wieder direkt abbrechen. Damit wir hier ein Bündnis anbieten können. Na komm, Wert der 26. Juni 1445. Wir sind gerade hier oben, sehen wir es. 20, 21, bla bla bla. Bieten wir mal ein Bündnis an. Zack. So, ich habe mir so gedacht, dass hier könnte man auch gut als, sag ich mal, Laber-Let's Play verwenden. Weil es gibt stellenweise ein paar Passagen, wo man nicht so besonders viel machen kann. Wir gucken als erstes mal nochmal. Wir können 11
Einheitslimit hier sieht man hier, also wie viele Armeen man haben darf. 8 von 11, wir haben 8 Armeen, also 8, 8 Dinger ist hier, na, wie heißt das? Ach, Mann. Na, Einheiten halt, ne? 8 Einheiten, 1000 Mann. Da können wir dann noch schön 3 weitere ausheben. Das machen wir auch mal. Und noch einmal Infanterie und einmal Kavallerie. Zweimal Infanterie und einmal Kavallerie. Ach ja, 12 Schiffe dürften wir haben, aber wir haben leider keinen Zugang zum Meer. Ich würde mich als erstes gerne mit Pommern ein bisschen prügeln. Daher werde ich hier mal gleich, wenn das hier alles fertig ist, mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Wer sind deine Rivalen? Sachsen, Lowenischer Orden. Gegen Kleve, meinetwegen. Kleve, damit haben wir ja nicht so viel zu tun, ist bloß Kleve und wir. Aber dann können wir jetzt Kriegssteuern erheben, damit wir hier ein bisschen besser bei wegkommen. Und nicht so doll im Minus sind. Sind wir mit 0,27 Dukaten im Plus. Machen wir monatlich. So, brauchen wir hier noch einen Anführer für? Oh, Hessen, ja, meinetwegen. Müssen wir irgendwann alles kündigen, weil wir müssen uns da ja noch durchkämpfen. Ja, Hessen, du darfst mich auch heiraten. Und wir holen uns mal einen neuen General. Oh, sogar gar nicht mal so einen schlechten. Auch wenn er uns nicht mit dem Fernkampf noch nicht ganz so viel bringt mit der 3. Weil wir halt... Oh, Polen ist schon im Krieg. Weil wir halt noch keine Fernkämpfer haben. Wir haben immer noch... Wir haben nur hier Nahkampf. Wir können bloß die Leute abpieksen. Na, Deutscher Orden ist im Krieg mit Polen. Deutscher Orden, Lowenischer Orden. Na, mal sehen. Eine Nachricht. Egal, ich leg das Handy mal lieber beiseite. Wohlauf. Sehr schön, Klebe. Gut, dann machen wir mal den Armeeunterhalt ein bisschen runter, damit wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Denn Geld kann man immer gut gebrauchen in diesem Spiel. Und eigentlich generell auch. So, dann holen wir mal den Diplomaten aus dem Kirchenstaat zurück. Und gucken mal unsere Beziehung mit Magdeburg. Ja, verbessern wir doch mal kurz die Beziehung mit Magdeburg. Beziehung verbessern, bestätigen. Ach ja. Oh, kurz mal strecken. Strecken und decken. So, was haben wir denn als erstes vor? Pommern, eigentlich bräuchten wir erstmal noch Neumark. Bin immer noch leicht verschnieft, falls ihr es hört. Aber es geht mittlerweile besser. Gucken wir mal, ob Polen sich Neumark holt. Ansonsten haben wir ein Problem, weil ich will Neumark haben. Neumark gehört nämlich uns. Haben wir denn schon Anspruch drauf? Nö. Naja. So, Polen. Willst du dich mit uns verbinden? Ja, will es. Perfekt. Akzeptieren. Aber ich halte mich da erstmal raus. Erheben wir noch Kriegssteuern. Immer mehr Geld. Mehr Geld. Siehst, schönes Frieden. Siehst, toll. Jetzt ist Neumark nicht mehr... Oh, Leute. Mach mich nicht kaputt. Naja. Braunschweig und Sachsen. Anhalt, Mecklenburg und Sachsen. Polen will mich heiraten. Akzeptieren. Dann können wir uns irgendwann auch mit Böhmen anlegen. Ja, den würde ich mich gerne noch mit Dänemark verbinden. Verbessern wir da mal ein bisschen die Beziehung. Und gucken mal, können wir schon eine Staatsehe machen? Nö. Nö, Entfernung der Grenzen. Nö.
So. Böhm hat Bayern den Krieg erklärt. Gegen Böhm, Schlesien und Nürnberg. Bayern, Sachsen und Memmingen. So, dann gucken wir mal, was unsere Rivale des Rivalen. Pommern über Brandenburg. Nein, Pommern will ich bald angreifen. Daher werde ich das nicht machen, denn halt erstmal nicht. Gucken wir erstmal. Warten wir mal ein bisschen ab, ob eine bessere Mission reinkommt. Verbündet mit Mecklenburg. Braunschweig, Pommern und Verden. Oldenburg und Verden. So, wir machen erstmal Geheimdienstaktionen. Und bauen ein Spionagenetzwerk auf, damit wir nachher einen Anspruch fingieren können und wir den Krieg erklären können. Ist wesentlich besser so, als wenn man einfach so angreift, weil denn... Ich kann das ja mal kurz demonstrieren. Krieg erklären, der würde... Hier, wir würden zwei Stabilität verlieren, das ist das hier. Stabilität ist dafür da, dass, sag ich mal, Unruhen nicht ganz so eine Auswirkung haben und so. Kriegsmüdigkeit, das ist das hier. Kriegsmüdigkeit, das gibt halt Malus. Und ja, so. Würde ich. Und dann würde Österreich mit dazukommen werden. Oldenburg, Mecklenburg ist logisch. Österreich würde dazukommen, weil Österreich der Kaiser ist, vom Kaiserreich hier. Heiliges Römisches Reich. Daher würde Österreich dazukommen und auch mit all seinen Verbündeten. Also Ungarn, Pfalz, Memmingen, Aragon und Savoyen. Das würde bedeuten, wir würden Krieg führen gegen Ungarn, Verden, Oldenburg, Mecklenburg, Ungarn, Pfalz, Memmingen, Aragon, Savoyen und halt Pommern. Aber daher, dass wir das nicht wollen, fingieren wir einen Anspruch und dann können wir ohne Österreich angreifen. Der ist halt bloß die anderen drei dabei. Aber ich glaube, das sollte klappen. Wir können hier unter Statistiken, Militär, Armeen, sortieren wir das mal nach hier, nach so. Gucken wir einfach mal nach... Was brauchen wir denn? Als erstes gucken wir mal nach... Pommern. Hat 8000 Einheiten. Wir haben 11, also schon mal mehr. Mecklenburg hat... Lasst mich gucken da. 5000 Einheiten, also sind die schon bei 13. Sind sie mehr als wir. Wir haben aber theoretisch noch Köln auf unserer Seite. Wo ist Köln? Köln. Da ist Köln. Hat nochmal 7000. Das heißt, wir wären bei 18.000. Und dann ist bei denen halt noch Oldenburg dabei. Gucken wir mal. Oldenburg da. 4000. Das lohnt sich gar nicht. Und wer ist noch dabei? Verden. Gucken wir mal nach Verden noch. Das ist recht weit unten. Oder mit V da. Verden. Hat 5000. Ja, mal sehen. Wer ist denn dein größter Rivale hier? Deutscher Orden Sachsen. Ich könnte mich natürlich mit Sachsen verbünden. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht zum Krieg dazu rufen. Weil darauf habe ich gerade keine Lust. Aber dann haben wir Sachsen jetzt noch auf unserer Seite. Und dann gucken wir mal. Gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Aber ich denke mal nicht, dass ich die Folgen beenden werde. Ich werde einfach so durchgehend aufnehmen. Oder? Ja, ich mache das so 20 Minuten. 20 Minuten sind, glaube ich, ganz gut. Beenden, ach, ich weiß nicht. Weil ich vergesse das eh immer wieder, das Beenden. Daher werde ich das lassen. Machen wir mal einen Anspruch auf Greifswald. Weil jetzt könnten wir hier theoretisch Krieg erklären. Eroberung von Greifswald. Und wie ihr seht, Österreich ist nicht mehr dabei. Köln wäre dabei, Hessen wäre dabei, Polen wäre nicht dabei. Ach, guck mal, Polen hätten wir ja auch. Polen, wieso nicht? Ach, die haben Schulden. Und mögen Pommern wahrscheinlich. Ja, Köln und Hessen nehmen wir dazu. Aber vorher... falsch, da wollte ich hin. Unterhalten wir mal die Armeen ein bisschen mit Geld. Beschwerfen wir die mal mit Geld. Weil sonst bringt das ja nichts, ne? Dann können die Hessen und die können sich um Oldenburg und Verden kümmern. Ich kümmere mich denn hier. Ich glaube, ich werde als erstes mal Mecklenburg wegklatschen. Richtig schön wegklatschen.